Schönen guten Abend, mein Name ist Baumann. Ich wollte mich mal vorstellen, ich bin der neue Nachbar. Ach so. Bin ich jemand angezogen? Angenehm. Kommen Sie rein. Ich unterstütze mich jetzt noch nicht. Oh, ich mache gerade ein bisschen Sport. Aber... Ach so, ach ja. Ja, das ist nett. Bitte. Dankeschön. So, Sie sind also mein neuer Nachbar. Ja, und da wollte ich mich nochmal vorstellen. Dann wollte ich mal die Nachbarn so kennenlernen, die hier so um mich herum wohnen. Waren Sie schon bei den anderen oder bin ich der Erste? Nee, Sie sind nicht die Gäste, deswegen gucke ich eben. Ich habe gedacht, na, wenn jemand da ist, also störe ich nicht, das ist... Nö, ich mach das jeden Tag mehr. Also. Ja, jeden Tag? Oha. Ja klar, es ist, als Frau muss man echt immer so ein bisschen aufpassen. Also ich habe schon ganz blöde Sachen erlebt. Mhm. Und deswegen stehle ich mich jeden Tag ein bisschen, ne? Ah, man sieht es ganz schön kräftig, ne? Ja, ja, klar, also ich meine, das muss doch schon ein bisschen sein, ne? Ja. Also jeden Tag? Jeden Tag. Manchmal abends vom Fernseher, manchmal auch jetzt so nachmittags immer gerade, wie ich Zeit habe. Mhm. Und das hat schon ordentlich was gebracht, ne? Ja. Das sind alles so die Sachen, die Sie hier ja so missbrauchen, oder? Nee, das ist nur das einfache Ding, ne? Das ist das für Damen, was man schon an der roten Farbe sieht, ne? Aber für Damen? Versuchen Sie. Für Damen. Ah, ganz schön. Ja. Ja. Das war das andere, ja. Das ist dann für Herren, oder? Das ist für Herren, ja. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das ist allerdings... Das kriege ich auch nicht so ganz. Mal testen? Ja, das sieht ganz gut aus. Ne? Interessieren Sie sich nicht so für Sport? Ja doch, ich habe früher auch mal Sport gemacht, aber in letzter Zeit wenig. Ne? Aber das merkt man, wenn man jeden Tag macht, das ist schon enorm. Ne? Das ist gut für die Ausdauer. Ja. Machen Sie auch im Verein oder nur? Ja, ich bin auch im Bodybuilding-Studio ab und zu mal, aber ich mache es lieber zu Hause. Ich habe ja gerade meine Geräte da und dann... Macht das viel mehr Spaß. Ich finde das besser, wenn ich nicht weit fahren muss und so habe ich dann alles hier schon. Turnmatte, alles schön eingerichtet. Man jetzt viele Frauen Sport, ne? Da sind sie alle so sportlich. Das ist immer so ein Boom, wa? Ach, ich weiß nicht, ob die haben. Man hört ja so viel, ne? Irgendwie, man muss ja gerüstet sein, wenn einmal jemand irgendwie dumm anmacht oder so. Was machen Männer sowas? So? Ich habe schon einiges erlebt mit Diskus. So. Also ich habe es erlebt, dass ein Freund von mir rausging und kommt vom Klo zurück und ich sehe das so und da kommt ein großer Typ an, war wohl Schuss betrogen, holt aus und haut ihn direkt eine rein, ohne Vorwarnung. Ne? Mhm. Da bin ich hin, dem habe ich direkt eine gezogen, ne? Rechts und links. Und wenn er war nur betrogen und er guckte mich etwas erstaunt an, aber da habe ich mir geschworen, da war nicht genug Power drin, der ist nicht auf den Boden gefallen. Jetzt muss ich was tun, ne? Und das nächste Mal, wie gesagt, wenn mir sowas mal wieder passiert, dann möchte ich mindestens das Ding die Nase blutigen, ne? Für die Frechheit, ne? Und als Frau sowieso mal mit in Diskotheken total blöde angemacht und so. Echt scheiße. Also irgendwann müsste ich auch mal wieder ein bisschen was tun. Man wird doch irgendwie, ich lasse das alles nerven, also man wird ja immer schlapper irgendwo. Ja, wir können ja mal zusammen trainieren, wenn Sie Bock haben. Also wo wir doch schon Nachbarn sind. Ach, das wäre vielleicht gar nicht verkehrt, Mann. Ja, ja. Das ist mir eigentlich lieber. Muss eigentlich gleich jeder sehen. Ne? Ja. Ja, aber das bringt ja schon. Nach ein paar Tagen merkt man schon wirklich, dass alles gut ist. Obwohl, was ich letztens, ich weiß nicht, haben Sie das gesehen im Fernsehen? Da war diesem Gottschalk da in dieser Sendung mit diesem Beindrücken. Ja, Beindrücken. Ich meine, ein schöner. Ja, ja, auch, ich meine, diese Sachen waren ja alles ganz schön, obwohl was so übertrieben. Ne? Ich meine, diese Frau, dass sie da diesen Mann, ich meine, diese Kraft, das war doch gestellt. Oder glauben Sie sowas? Ja, das glaube ich nicht. Mhm. Ich denke, dass Frauen genauso stark sein können wie Männer und noch stärker, wenn sie nur richtig was dafür tun. Und ich habe es in irgendeiner Zeitung gelesen, dass diese Frau
auch ein spezielles Training irgendwie macht für die Beinmuskeln. Das sei das nur Rudern oder was, ich weiß nicht. Aber jedenfalls, sie tut was dafür. Sonst ist es natürlich nicht möglich. Ne? Man muss schon irgendwo ein gewisses Trainingsprogramm absolvieren, um zu solchen Leistungen standen zu sein. Aber wie ist es denn mit Ihnen? Wollen Sie mal mit mir? Wollen Sie es mal antesten? Das könnte man ja auch mal versuchen dann. Ne? Ich meine, aber erstmal könnte man ja auch mal so ein bisschen Lärm machen mit ihm. Möchten Sie was trainieren? Oh, haben Sie was da? Das wäre nett. Ich kann zum Beispiel Sekt anbieten. Sehr gut, das ist doch, nett. Doch, ja? Ja, wir gerne. Das. Gut, dann werde ich mal. Haben wir ja alles da. Das wäre eine wirklich positive Nachbarschaft, würde ich sagen. Können Sie noch mal gucken, wo die Gläser sind? Mhm. Moment. Oh, das finde ich ja ganz korrekt, dass Sie gekommen sind, Mensch. Oh, ich muss einen Schluck Sekt zu trinken. Ja, geben Sie mal her. Das ist also, Männersache, würde ich sagen. Das mache ich immer alleine. Ach, das machen Sie auch alleine? Ja, das mache ich alleine. Das nützt ja nur alles nichts. Das bin ich ja gewohnt. Und so viel Kraft braucht man auch nicht dafür. Und das ist Kokolores. Ich kann mich immer totlachen, wenn die Frauen immer sagen, bloß nicht die Sektflasche, nachher fliegt mir der Korken um die Ohren. Ah, das ist aus der Natur gucken. Die sitzen meistens sehr fest. Ne? Soll ich mich doch lieber mal machen? Oder? Das kriege ich schon hin. Ich habe noch eine leichte gefunden. So. Ja, dann auf gute Nachbarschaft. Prost. Mein Name ist Hermann, ich würde sonst klingt eben ein bisschen lockerer. Ne? Ich heiße Doris. Doris. Auf gute Nachbarschaft sozusagen. Genau. Hat gerade die richtige Temperatur, eine schöne Kälte. Gutes Tröpfchen. Ne? Ja, das ist auch nicht schlecht. Eine Rauchenblock? Ja, das habe ich auch nicht noch nicht. Rauchen auch. Haben Sie Feuer? Das ist immer so eine Sache. Was man nebenan die Nachbarn. Ja, ich guck mal. Habe ich gehört, die sind nicht Raucher. Deswegen komme ich auch zuerst zu Ihnen. Ich habe sie nämlich letztens gehen sehen, da haben sie eine Zigarette geraucht. Da habe ich mir gedacht, dann gehen wir jetzt mal zu dieser Nachbarin. Das ist immer so eine Sache. Kennen Sie auch? Ja. Irgendwo, der nicht rauchen darf und auch. Das ist ja. Finde ich gut. Trotz Sport. Man muss sich ja was gönnen. Ja, oder? Auch das machen Sie. Aber es ist noch richtig normal. Dankeschön. Ah, ja. Du sind sich also ein sehr, sehr familiärer Mensch. Ja. Das bin ich. Alleine kein Mann. Nö, ab und zu mal vielleicht. Manchmal ergibt sich das ja auch mal. Ja. Eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Weil die meisten Männer wollen doch immer nur Druck verteilen. Und selbst wenn ich jetzt den Druck erwidern wollte oder könnte, das macht das nicht so lustig. Ja, das ist schon wichtig. Und vor allen Dingen, ich kann trainieren, wann ich will. Das ist für mich also auch ein ganz wichtiger Grund, auf niemanden Rücksicht zu nehmen. Ah, Mensch. Und wie lange machen Sie das immer? Am Tag so? Ich mache das also mindestens einmal am Tag, eine Stunde. Eine Stunde? Mindestens einmal. Und wenn ich kann, sogar zweimal. Das kommt immer darauf an, dass ich das zeitlich einrichten kann. Ja, ich meine, da werde ich dir mal mitmachen. Ne? Dann würde ich sagen, eine halbe Stunde mache ich da mal mit. Wir können das ja ganz langsam angehen lassen. Also, ich will Sie doch nicht überfordern. Ich habe ja gesehen, dass Sie schon bei dem roten Ding schon ein bisschen Schwierigkeiten hatten. Dann müssen wir, glaube ich, ganz langsam anfangen. Ja, das ist heute Abend wahrscheinlich so. Ich habe heute spät gearbeitet. Ach so.